Nun, wenn das nicht verdächtig ist, was dann? Gar nicht die Treppe herunter. In seiner Arbeit vertieft, was? Besessen trifft es eher. Ich glaube, er weiß nicht einmal, dass wir hier sind. Monsieur Germain? Der Silberschmied? Danke Gott. Ich bin seit Monaten hier. Bitte, befreit mich doch. Zuerst sagt mir, was ihr über das hier wisst. Keine Zeit. Ich erzähle euch alles, wenn wir fort sind. Doch jetzt müssen wir los. Bevor sie zurückkehren. Gut, dann los. Nein. Sie bewachen den Eingang. Wir müssen die Treppe herunter und rüber. Dann folgt mir. Und bleibt ruhig. Einen Moment. Ich gebe nicht auf, du Hurensohn! Das wirst du bereuen. Ja,
Folgt mir. Ja, selbstverständlich. Passt auf die Dächer auf. Sie postieren ihre Wachen oft auch dort. Wie wichtig seid ihr Dämon als Gefangener? Hey, warte einen Moment! Bürger, sofort stehen bleiben! Hurensohn, ich bleib an dir! Das war's für dich! Germain! Kleine Karte! Verdammt! Ich leg dich um! Gut! Begeht jetzt nur keine Dummheiten! Lass den Silberschmied gehen! Bleib zurück! Gütiger Gott! Was habe ich getan? Nur das, was ihr musstet. Kommt, wir müssen gehen. Ja, natürlich. Bienvenue. Il risque la chute à chaque instant. Danke, mein Freund. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Vielleicht könnt ihr euch ja revanchieren. Ja, natürlich. Darf ich? Die erste machte ich vor einigen Jahren. Ein Privatauftrag. Eines gewissen Lafreniere. Es war eine ungewöhnliche Kommission. Und ich gestehe, die Neugier trieb mich, sie anzunehmen. Vor kurzem erfuhr ich mehr über Lafreniers Hintergrund. Und was ich herausfand, ist unglaublich. Er ist ein Templer. Habt ihr das erfahren? Ja, ich glaube schon. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich war sehr leichtsinnig und Lafreniere kam mir auf die Schliche. Seit jenem Tag stehe ich unter Hausarrest. Ich schmiede, was er verlangt. Waffen meistens. Wo kann ich ihn finden? Nun, Lafreniere ist vermutlich nur sehr schwer aufzutreiben. Vor kurzer Zeit, da hörte ich etwas über den Schutz der Waren in der Alloblée. Es klang bedrohlich, wie er das sagte. Wenn ich fragen darf, warum interessiert er euch? Eine mir wichtige Person starb durch ihn. Ich will wissen, wieso. Verstehe. Ihr habt mein Mitgefühl. Sie werden wieder nach euch suchen. Macht euch lieber rar. Ja, das werde ich wohl.